Hey ho! Was war denn das? Ja Leute, heute machen wir leckere Hähnchenspieße mit Couscous-Gemüse. Ich habe verdammt gute Hilfe und Unterstützung heute von meinem Schatz bekommen. Der hat uns auch schon ein bisschen vorbereitet. Dazu gibt es eine kleine Rückblende. Da drüben. Und dann geht es natürlich weiter. Attacke! Ja Leute, hier die Vorbereitung, von denen ich vorher gesprochen habe. Aber da gehen wir gleich dann noch näher drauf ein. Das Hähnchenfleisch ist klein geschnitten. Und hier kommen jetzt ja, so circa vier Teelöffel. Esslöffel. Bitte? Esslöffel. Esslöffel? Hey, Olivenöl rein für die Marinade. Und was sonst noch auf den kleinen Tellerchen da hinten liegt, wird uns mein Schatz gleich sagen. Also. Geräucherter Knoblauch, Kreuzkümmel, Curry und wir haben geräucherten Paprika genommen, kann man aber auch Chili nehmen und Salz. Und so wandert das Ganze jetzt noch so für ein, zwei Stunden in den Kühlschrank, bevor wir es dann auf unsere Spießlein stecken. Ja, und dann geht es eben später weiter. Mittlerweile hat mein Schatz mit der Patricia die Spieße schon aufgespießt. Wunderbar, richtig schön. Dann haben wir Aubergine, Paprika und eine Zucchini. Dazu den Couscous. Wie das funktioniert, habe ich noch gar keine Ahnung. Aber naja, Learning by Doing und Anleitung hinten dran. Was war das, mein Schatz? Ist ja nicht das erste Mal. Danke fürs Gespräch. Ja, wir haben es heute wieder sehr lustig hier. Aber die Mädels werden das Ganze jetzt noch klein schneiden, in eine Schüssel reingeben und nachher geht es dann draußen an der Feuerplatte weiter. Die Feuerplatte habe ich ja schon aufgelegt. Einmal eingeölt, gerade eben war doch noch mein Feuerzeug da gelegen, da ist es. Unten einen Sack von den Billigkohlen rein, ein bisschen Holz mit reingewuchtet und ein paar Anzünder mit rein. Ja, anfeuern, heiß werden lassen und bis nachher, bis das alles schön ordentlich heiß ist. Ja, bis dahin sind mit Sicherheit dann die Mädels drinnen auch fertig. Und da im Hintergrund, wen es interessiert, ja, startet schon ein neues Video oder eine neue Videoserie für den Street Fighter Kanal. Wir werden herausen, Gemüse ist klein geschnippelt, kommt auf die Feuerplatte zum Anbrutzeln und danach wieder in die Schüssel rein. Unsere Hähnchenspieße, hier haben wir noch die Teppanyaki, nee, wie heißen die anderen Spieße? Ja. Teriyaki, Teppanyaki, ach was weiß ich, Spieße von My Steak Shop. Die gibt es noch dazu, weil wir sind sofort. Das wird mit Sicherheit sonst nicht reichen. Ja, und jetzt die Cam auf mich und dann gibt mein Schatz noch eine Erklärung zum Couscous ab. Damit jetzt die Erklärung nicht zu langweilig wird, könntest du die Feuerplatte im Hintergrund die Flammen beobachten. Mein Schatz, wie machst du jetzt den Couscous? Couscousbrutzeln ist gar nicht so schwer. Man nimmt pro Tasse Couscous eine Tasse Flüssigkeit mit Brühe und Salz. Okay. Erhitzt diese Flüssigkeit, wenn sie kocht, zieht man es auf Seite, gießt den Couscous dazu und erst wenn die ganze Flüssigkeit aufgesogen ist von dem Couscous, zerrubbelt man den und dann wird der so bröckelig. Also ein Teil Couscous, sprich eine Tasse und ein Teil Wasser. Ja, genau. Okay. Ganz einfach. Tust du den gleich noch etwas würzen oder irgendwas? Nur mit Brühe und ein bisschen Salz. Okay, dann wissen wir Bescheid. Und ja, dann können wir hier eigentlich fast
loslegen. Wie lang brauchen deine Spießchen? Bis sie fertig sind. Dann kriegst du auch den Couscous nicht, wenn ich jetzt keine Zeitangabe krieg. Klär mal hinter der Cam. Au! Nee, Spaß. Spieße sind eigentlich ruckzuck fertig. Die brauchen bloß ein paar Minuten auf der Feuerplatte, wenn sie schön heiß ist. Und das Gemüse ist dann auch ruckzuck fertig. Also mein Couscous ist auch ruckzuck fertig. Du machst jetzt das draußen. Ja, dann können wir nachher gleich ruckzuck essen. Hoffentlich. Ja, Freunde, dann wären wir soweit. Jetzt haben wir erst einmal nochmal eine Ladung Öl drauf hier. Da habe ich meine lebensmittelechte Sprühflasche wieder. Hat zwar Geld gekostet, aber naja, sie ist lebensmittelecht. Müsste unten eigentlich schon verlinkt sein. Ansonsten habe ich da nochmal einen Link mit rein, wo man die kriegt, wo man da mal nachgucken kann. Puh! So. In den letzten Videos wurde auch geschrieben, ja, man hat dann eine einfache von Förch oder Co. oder was weiß ich genommen. Kann man natürlich auch nehmen. Ich wollte wirklich eine lebensmittelechte haben. Gut. Und dann können wir eigentlich schon mit unseren Spießen anfangen. Die wucht man hier einfach jetzt mit drauf. Und auf der anderen Seite hauen wir gleich Gemüse mit drauf. Dein Couscous ist fertig. Geh mal hier bitte außen rum und dann stehst du mich genau vor der Cam, dann sehen die Leute, was ich hier mache. Dankeschön. Und das Ganze ohne Bacon. Das wo ist mein Bacon? Auf den muss ich heute verzichten. Naja, so. Ich glaube, das werde ich überleben. Dann würde ich mal sagen, das Gemüse ist soweit fertig. Das tun wir jetzt runter, bevor das zu matschig wird. Oder Schatz, was sagst du dazu? Gucken, ob die Auberginen fertig sind. Ach, mit Sicherheit. Die sehen gut aus. Die sehen gut aus. Ja. Ja, und das Gemüse hier wird noch drin jetzt eben mit dem Couscous vermischt. Und das Ergebnis sehen wir dann natürlich drinnen. Und ich kümmere mich jetzt darum, dass die Spieße fertig werden. So, Freunde, noch einen klitzekleinen Augenblick und dann kommen die Spieße in die Schale. Die Schale stelle ich hier drauf, dass es ja auch ein bisschen warm wird, dass es nachher warm hält. Und in der Zwischenzeit bringe ich schon mal die Cam nach drinnen. Soweit sind wir hier draußen.
eigentlich fertig. Das Zwischenspiel? Halt! Hey, das ist mein Bruder. Danke, Patricia. Bisschen nachwürzen noch. Was fehlt? Lecker. Salz, Pfeffer, Paprika, alles. So, Freunde, da ist der fertige Gemüse-Couscous. Werden wir gleich probieren. Unsere Spieße, die selber gemachten und die vom Steak Shop. Die vom Steak Shop werde ich auch noch unter dem Video mit verlinken. Ja, und dann werde ich mir mal aufladen und probieren. Jupp, mein Teller und jetzt kommt das obligatorische Probiererle. So, mit was fangen wir an? Wir fangen einfach mit dem Gemüse-Couscous an. Schmeckt gut. Schmeckt wirklich gut. Vielleicht noch ein bisschen nachwürzen. Aber wenn ich das jetzt zu laut sage, kriege ich Haue von den Mädels. Und kann man durchaus machen. Und jetzt erst einmal so einen selber gemachten Spieß hier. Schatz, hast du sehr lecker gewürzt. Richtig geil. Und die vom My Steak Shop, die kennen wir ja schon. Die sind auch einfach nur lecker. Ich esse jetzt, wir essen jetzt und nachher dann noch ein Gesamtfazit. Der letzte Brocken. Das letzte Abendmahl. Letzte Abendmahl, sagt mein Schatz. Fazit. Auf der Feuerplatte ruckzuck zubereitet. Couscous, wenn man das so Päckle hat, ist ja gar kein Problem. Bisschen gewürzt. Hervorragend. Ups. Oh, das war einfach nur zu gut. Außer, dass ich vielleicht noch etwas mehr oder etwas Soße dazu gewollt hätte, irgendwas. Ja, weil der Alkohol ja alles in der Soße ersäuft, ganz klar. Dazu hat eine Soße vom Professor Test Abhilfe geschafft. Ja, es war einfach nur lecker, wirklich. Ja, dann, die lachen sich da kaputt, ich weiß gar nicht warum. Kommt von euch jetzt auch noch ein Fazit. Johannes, du darfst doch wieder hinter mich treten. Muss jetzt extra aufstehen? Ja, du musst extra aufstehen, dass wir wenigstens noch einen im Video haben. Dein schnelles Fazit? Mein schnelles Fazit, das Fleisch sehr lecker und die Soße dazu sehr aromatisch. Du hast gar keine Soße dazu gehabt. Ist egal, auf jeden Fall, wie die Mädels das zubereitet haben, war sehr, sehr lecker. Gut, wunderbar. Der Couscous? Der Couscous war auch perfekt, meiner Meinung nach. Geschmäcker sind unterschiedlich. Patricia, kommst du auch noch rüber? Jetzt komm, dann drehe ich die Cam einfach auf dich. Jetzt komm. Das ist doch ein Weichei. Leute, unten drunter schreiben, Patricia ist ein Weichei. Also sprich, deine Meinung. Es war total lecker, vor allem die Marinade von den selber gemachten Spieße. Ob die Pfiffi und der Couscous-Salat war nicht zu trocken. Mein Schatz, was sagst du dazu? Also, die selber gemachten Hähnchenspieße. Ein kulinarisches Wunderwerk. Ja. Sehr gut. Vor allem, wenn man das selber macht, dann kann man auch diese Gewürzkomponenten herausschmecken. Mhm. Und dann dieses Gemüse im Couscous. Fakt ist, Couscous ist ja eigentlich ein Getreide, so wie Reis oder Bulgur, was halt einfach
von der Konsistenz her etwas trockener ist. Wird Couscous nicht aus Hirse gemacht? Es kann aber auch aus Weizen hergestellt werden. Ah ja, oder okay. Aus Grieß oder was auch immer. Okay. Und durch dieses Gemüse fand ich den Couscous total lecker. Wunderbar. Ja, dann haben wir ein Rundum-Fazit gehabt. Also die Spieße, so wie mein Schatz die eingelegt hat. Leute, probiert es aus, macht es nach. Hervorragend, lecker. Das war's dann mit diesem Video. Ja, nächstes Video sehen wir uns dann wieder. Daumen nach oben. Würde mich natürlich wunderbar. Nee, würde mich riesig freuen. Jawohl. Okay, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So Leute, ich schnapp mir hier jetzt den Löffel und schnapp mir hier jetzt ein Probiererchen. Ein Löffelchen. Und dann sage ich mal, ab in den Hals damit. Schmeckt lecker.